Montag, der 26. August 2013 in Neubrandenburg. Menschen mit Fahrrädern sind gerade in der Sportstadt Neubrandenburg nichts Außergewöhnliches. Diese Radfreunde hingegen schon. Für sie ging es darum, den Startschuss für die Mecklenburger Seenrunde 2014 zu unterstützen. Dieses sportliche Großereignis wird am 23. und 24. Mai 2014 viele Radbegeisterte in die mecklenburgische Seenplatte ziehen. Ja, also die Idee ist entstanden beim eigenen Fahrradfahren und durch letztendlich meine Anmeldung bei der Vätternrundan in Schweden. In Schweden fahren insgesamt pro Jahr über 20.000 eine 300-Kilometer-Runde um den Vätternsee. Und es gibt hier den Landkreis, der es genauso ermöglicht, 300 Kilometer durch die Mecklenburgische Seenplatte zu fahren. Den offiziellen Startschuss dieses besonderen Sportevents gab Lorenz Kaffier, Minister für Inneres und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Als Schirmherr der Mecklenburger Seenrunde 2014 sieht er viel Potenzial in dieser Veranstaltung. Ja, als Sportminister freue ich mich über ein solches Event in Mecklenburg-Vorpommern, was es bisher noch nicht gab. Wir sind das Fahrradland in Deutschland und deswegen ist Fahrrad für jedermann ein wichtiges Ereignis. Ich wünsche den Initiatoren immer eine glückliche Hand, gutes Wetter und ganz, ganz viel sportbegeisterte Fans. Auch der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte, Heiko Kerger, ist sich der Bedeutung dieser Veranstaltung für den Landkreis bewusst. Also wir freuen uns, dass das organisiert wird. Wir rechnen ja hier mit 4.500 Leuten, die hier bundesweit herkommen, und hier Fahrrad zu fahren. Und wir sind ein touristischer Landkreis und ich glaube, man kann unseren schönen Landkreis auch nur am besten mit dem Fahrrad kennenlernen. Und deshalb ist das eine schöne Sache. Werbung für uns finde ich gut. Gemeinsam mit René Gansewich, dem ersten Vorsitzenden des Polizeisportvereins 90 Neubrandenburg, schwangen sich Lorenz Kaffier und Heiko Kerger auf die Räder für eine kleine Spritztour durch das Stargarder Tor. Mehr Informationen rund um die Mecklenburger Seenrunde 2014 gibt es im Internet unter mecklenburger-seen-runde.de.